Lampukistan Gaming ist hier, 37. Folge unserer Panini-Sammelsucht in FIFA 16, Freunde, Team des Jahres, zweiter Teil, Mittelfeldspieler sind am Start, hier seht ihr es, rechts unten Pogba, Iniesta, Modric sind am Start, wir sind bei 670 Spielern angekommen, wir gehen direkt in den Shop, gestern gab es mega fette Packs für, haltet euch fest, 2000 FIFA Points, Freunde, oder 100.000 Münzen, das ist leider ein bisschen was über meinem Budget, darum werden wir wie gewohnt hier diese Premium Goldspieler Packs öffnen für 350 FIFA Points, da werden wir wieder drei Stück öffnen und dann gucken wir mal, ob uns heute endlich was Geiles erwartet. Auf geht's in die erste Runde, meine lieben Freunde. Komm schon, komm schon. Ah, wieder so ein Non-Rare-Scheiße. Wir ziehen Milito und Franco Di Santo. Susaita haben wir noch. Mulumbu. Vargas ist dabei. Cherry Tien. Muntari. Sisma, Georgiev, Buis und zwei Duplikate. Mann, 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 das ist irgendwie, lohnt sich das noch nicht ganz so. Das heißt, wird die Folge heute wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, da wir ja nur drei Packos ziehen. Und ich, wie ihr oben seht, habe nur noch 800 FIFA Points. Das heißt, wir werden hier jetzt noch ein solches Pack ziehen. Kommt schon, Freunde, gebt mir doch wenigstens noch irgendwas Gutes. Wir ziehen wieder so eine Scheiße. Danny, da würde ich sagen, wir werden heute Plan B wieder mal umsetzen. Oh, Ivanovic, der könnte ein bisschen nicht so schlecht, aber wir müssen ja alle Spieler behalten. 82 ist immerhin der beste Spieler. Super Mario ist noch am Start. Samuel, Poli, Di Cante, Perez, De Paul, Alter. Wer bist du denn? Araujo, Snodgrass und Otal irgendwas. Musa, Duplikat, 93 Pace. Der könnte auf dem Transfermarkt ein bisschen was geben vielleicht. Würde ich sagen, 450 FIFA Points sind noch übrig. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein paar Punkte aufladen für die letzte Ziehung der Stürmer. Darum würde ich sagen, wir werden auf jeden Fall eins von diesen Jumbo Premium Gold Packs und ein normales Gold Pack noch öffnen. Dann sind die 450 Punkte auch verballert. Leck mich doch am Arsch. Hier haben wir gestern besseres rausbekommen vorgestern als aus den anderen fetten Packs. Und auch hier ist es Non-Rare, Freunde. 76, der beste Mann. Die wollen mich doch echt verarschen, Alter. Vitor Lopez ist dabei noch. Colin, Alter, wie sieht der denn aus, ey? Polierte Glatze, Freunde. Nur Scheiße heute am Start. Schade, schade. 300 FIFA Points haben wir noch. Das heißt, die letzte Chance auf irgendwas richtig Geiles. 15.000 Münzen oder 300 FIFA Points. Kommt schon. 24 Objekte, 7 seltene sind drin. Komm, ein geiler Spieler noch. Ja, wir holen uns. Ja, Jackson Martinez. Optimal, Freunde. 84, der ist geil, Freunde. Der gefällt mir richtig gut. Abate, der alte Sack. Alter, der hat 92 Tempo. Der ist doch voll alt, oder? Torschimita De Jong. Und Domizzi ist noch dabei. Duplikata Mao Moutinho. Oh, nicht schlecht. Und Fake Pizza Pizarro ist noch am Start. Naja. Hier, Jackson Martinez, der hat sich doch richtig gelohnt. Nochmal zum Schluss, das packen wir erstmal alles in den Verein, Freunde. Und ja, spätestens am Freitag geht es dann weiter mit den Stürmern. Vielleicht ziehen wir da auch nochmal was Geiles. 698 Spieler haben wir dann doch immerhin. Hoffentlich kriegt ihr was Besseres aus den Packs raus. Wenn ja, schreibt es einfach mal unten rein. Würde mich mal persönlich interessieren, ob ihr was Besseres rauszieht als ich. Diese Scheiße aus den schlechteren Packs für weniger FIFA Points kommen einfach die besseren Sachen raus. Das ist mal wieder typisch FIFA. Na ja, meine lieben Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao und bloß kein Stress.